Wenn du jemanden beeindrucken willst, dann mach dieses Safran-Risotto. Wir beginnen mit den konfierten Tomaten. Dafür haben wir halbierte Cocktailtomaten, dazu Rosmarin, Thymian, Knoblauch, Zucker. Wir geben Olivenöl drüber und ab in den Ofen bei 180 Grad. Jetzt ist unser Risotto dran. Ein Stich Butter in unseren Topf. Und wenn die Butter geschmolzen ist, geben wir fein gehackte Schalotten dazu. Die dünsten wir einmal schnell an und dann geben wir auch schon unseren Risotto-Reis dazu. Wenn der Reis angeschwitzt ist, löschen wir ab mit einem Gläschen Weißwein. Ich finde dafür, dass Risotto wirklich so ein Gericht ist, wo man sich so denkt, so, wow, er hat Risotto gemacht. Geht es viel einfacher, als man denkt. Gemüsebrühe draufgeben und damit das Ganze auch wirklich fancy ist, geben wir ein bisschen Safran dran. Einfach so ein paar Fäden, Safran hat so einen starken Geschmack. Den gesamten Kochprozess habe ich auf mittlerer Hitze gehalten. Nach 15 Minuten sehen unsere Cherry-Tomaten so aus und ich sage euch, das sind Geschmacksbomben. Jetzt ein bisschen Parmesan dran, um wirklich alles rauszuholen, was an Cremigkeit geht. Unterrühren, wow, guckt euch das an. Boah, nee, das haut mich gerade wirklich wieder um, wie krass das ist.